Oh! Ah, geiler, geiler! Oh, und jetzt Bombe. Oh! Oh! Eine Weltpremiere! Und sie ist back auf dem Fußballplatz. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Aber ich bin immer noch krank, deswegen heute eher hinter der Kamera aktiv. Allerdings stellen wir trotzdem heute Tore nach von, ihr habt es in die Kommentare geschrieben, FC Bayern München. Munich. Wir haben uns die drei oder vielleicht auch vier schönsten und geilsten Tore rausgesucht. Stimmt, ist auch ein Tor von Robben dabei, oder? Oyen? Und ich stelle heute mit ein paar Jungs nach. Lego! Das sind die Elite-Spieler hier an meiner Seite. Max und Moritz, Meli und Mo. Und das erste Tor von Robert Lewandowski gegen Wolfsburg. Schaut hin, es ist schnell vorbei. Das sagt Mo bestimmt auch auf dem Bett. Boom, bam. Mhm. Links, Mitte, ne? Und könnt ihr euch an das Spiel noch erinnern? Ja. Ja, da hat Lewandowski fünf Tore in 9 Minuten geschossen. Das ist Bundesliga-Rekord. Ich habe nicht mal 5 Tore in 9 Saisons geschossen. Schau nicht. Aber ich war auch Stürmer und du Torwart. Und der ist heute im Tor. Was sagen wir zu dem, Alter? Was sagen wir zu dem? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der so auf den Fußballplatz kommt? Mit Lacoste-Schuhen? What are those? Der geht heute ins Tor. Ehrenmann. Wir haben heute wirklich die Top-Stürmer für diese Challenge genommen. Alle mit 0 Saisontoren. Den einzigen mit Saisontoren stellen wir ins Tor. Der eigentlich kann man. Mann, aber egal. Ja. Ich mach das heute. Ich schieße in Spielen die Tore, aber dafür ein Challenge. Ich zeig dir, wie das geht, weil ich auf dem Platz schaffst das ja nicht, weißt du? Ja. Nope. Kein schlechter Versuch. Ist ja wieder heute der Klassiker. Ein normales Tor gibt 1 Punkt, perfekte 2. Das gibt schon mal 2 Punkte, finde ich. Mal ein bisschen weiter, ne? 10 Jahre kein Ball mehr berührt, ne? Jetzt 6 Seitenfalls hier. Perfekt. Wer bist du eigentlich? Das ist eine Bombe. Mit hinfallen, Mo, sonst zählt nicht. Also ich würde dafür einen Punkt geben, was meint ihr? Platte und so ist schon draußen, ne? Also nicht, dass er noch irgendwas brechen kann. Ne? Ja, er muss doch wieder so, weißt du, wieder so in Fahrt kommen, weißt du, so. Ich habe gesehen, weil die Platte da raus ist, da du schwebst praktisch ja, in der Luft, ne? Weil viel leichter geworden ist. Genau, das war das Problem. Mir Akrobatik ein bisschen schwer. Geborene Sänger, Meli. Ja, was soll ich sagen? Woran hat's gelegen? Ja, woran hat's gelegen? Wir sind eingegroovt, ready für Törchen. Komm ab! Lewandowski Maschine einfach. Ja? Ja? Oh! Schienbein! Der Hammer, der Hammer, Mo. Gadi! Ey, der war gut. Der hat mir im Ansatz sehr gefallen. Jetzt hau ich dir einen rein, Junge. Kann nicht sein! Der ist überm Zaun. Oh Mann! Dieses Oberteil bringt Pech, Alter. Nope! Ja. Nope! Mo, du musst irgendwann abspringen, ne? Ja! Ja. Nope! Oder, komm. Ja! Oder der hat sich fast selbst weggesteht. Das war hier, weil der Ball nicht gut kam. Okay, mit Mo gibt's mal demnächst nur eine reine Fallrückzieher, Seilfallzieher-Challenge. Lass ihn gleich. Ja, kannst du mit Holz in Kranken ausgehen, weißt du? Er schießt und legt sich danach hin. Das ist, gefällt mir auch. Es kommt halt wie so ein Rückpass aufs Tor, ja. Ist wirklich geil. Sind meine Bälle noch im Spiel? Ja. Boah, besser. Das ist wirklich anders. Ja, nur noch diese durchziehen, dann passt das perfekt, weißt du? Das ist Hammer. Die Leute denken wirklich, wir können gar kein Fußball spielen. Letzter Durchgang, Jungs. Letzter Durchgang. Scheiße, Alter. Das kann nicht sein. Jetzt werde ich treffen. Jetzt werde ich treffen. Das kann wirklich nicht sein. Ich wollte das die ganze Zeit wie Lewandowski machen. Ich muss jetzt einfach wie Ronaldo machen. Okay. Hey, stell dich nicht so in die Ecke, Alter. Ich... Ja. Ah, das schaffst du nicht. Hey, Mo ist einfach dieser Lewandowski, kann man sagen. Lewandowski. Zählt das? Ey, der ist rein da. Ey, hast du dich ein Punkt, ein Punkt. Ey, Grashüpfer kann doch eigentlich springen, Alter. Das sieht so aus, als ob du einfach zusammenbrichst. Lewandowski. Ja, der wird reingehen, safe. Ich hätte gedacht, dass Mo jetzt 1-0 führt in dieser Challenge, ne? Ab zum zweiten Tor.
Jetzt haben wir einen wahren Ballermann vom einzig wahren Michael Ballackmann. Pass auf, das ist noch aus 1962. Der Ball springt jetzt zu Ballack. Der nimmt den mit, zieht ab und der geht ins lange Eck rechts, so fast Pfosten rein. Ballack, so ein Geiler. Ne? Willst du den daten? Safe. Der nimmt den so mit außenrissmäßig irgendwie mit nach vorne und knallt den da rechts ins Seitennetz. Ja, das ist jetzt eigentlich einfach. Im Vergleich zu Lewandowski ist es Firlefanz. Machbar. Was? Mindestens 3 Bälle? Halte ich mit meinem Götti. Ist ja auch fett genug, ne? Ja. Ja, der gibt auch immer gut. Michael Ballack, mein Vorbild schon immer gewesen. So, wir haben Ballack und jetzt haben wir den Lackaffen. Du kriegst ja schon Bombe. Schau mal, was passiert, ne? Ja. Nope. Der war gut, aber der schießt einfach flach, hä? Ich sag nix. Wie hat der gemacht? So? Ja, so, genau. Und jetzt Bombe. Oh! 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 Was? Oh, shit. Ja? Ja! Oh! Was ist das denn, Junge? Digga. Der war sogar besser als vom Ballack. Wo ist der Gött? Wo ist der Gött? Zweiter Versuch. Ohne viel reden. Da rasten die selbst auf indische Hochzeit da oben aus. Ich hör auf mit YouTube. Niemals werde ich einen besten Schuss machen. 3 Punkte, glaube ich. Eigentlich, man muss ehrlich sein, das ist nur 1 Punkt. Der war halt oben. Der war ja noch stabiler. Das war ja Upgrade, aber an sich war der ja geiler. Ja, aber so funktioniert die Challenge. Ja, das stimmt. Ja. Das war halt Spidey-Niveau. Ja, das ja, ist ja, dann sagen wir halt 1 Punkt. Task failed successfully, weißt du? Ja. Ja, Mo. Ja, ja, ja. Ja. So, das ist er nämlich. Das ist er. Hast Finger noch gebrochen. Finger gebrochen, was? Oder ich hab den falsch getroffen. Ich warte immer noch auf Göttparade von Aiden. Kann Spidey sowas nochmal abrufen? Auf gar keinen Fall. Sonne blendet. Oh, aber wieder sexy. Ich meine, wäre die falsche Seite gewesen, aber wäre ein schönes Tor gewesen. Ich, ich könnte so im Spiel spielen, ne? Bam! Ja. Oh ja, aber. Aber man muss sagen, langsam hat Mo den Dreh zumindest raus. Er kann ihn nur im Spiegel sehen. Komm. Ey, der liebt es da so drauf zu knallen, ne? Ja, ich versuche den ja so anzudrehen, ja, ja. Dem so einen Wischer zu geben, ne? Ja. Bruder! Das ist ein Witz, Alter! Excuse me? Dafür müsste ich aber auch mal ein paar Bälle zugespielt bekommen, Mo. Ja! Ja! Nope! Ja, kein schlechter Versuch, Mo. Go, Meli! Go, Meli! Go, 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 Meli! Go, Meli! Wo rennt er hin? Meme! Wird der Meli heute ein Tor machen, ist die Frage. Nein! War wieder kein schlechter Schuss. Ich hab mein Mojo verloren. Ja! Komm, ein Schritt! Ja! Ha! Da hat er dir gegeben. Ja, der ist eh daran gewöhnt, weißt du, weil er ihm immer gegeben wird. Hasse, hasse, hasse. Hasse. Ah, hasse, hasse. Ja, ah, komm, ja. Erstmal 3 mal hochhalten. Ja, jetzt! Jetzt. Bam! Was für ein Hodenkurbel. Das ist ein richtiger Hodenkurbel. Schreibt auf jeden Fall jetzt, genau jetzt in die Kommentare, von welchem Verein oder vielleicht auch Spieler sollen wir als nächstes die Tore nachstellen. Schreibt jetzt, ich warte 5 Sekunden, bis ihr das reingeschrieben habt. Okay, danke. Eden, komm ran. Ah, das, komm, das ist iconic. Das ist das geilste Tor, glaube ich, von Bayern. Champions League gegen... Ihr kennt es alle, das brauche ich gar nicht zeigen. Robbery, Ribbery, Ecke auf unseren Holzi. Der nimmt den da direkt, Volley, ins lange Eck. Das, und der Jubel danach, der weiß selber nicht, was da passiert ist. Wir müssen natürlich das Tor spiegeln, weil das mit links ist unmöglich. Wenn wir jetzt wirklich probieren würden, das Original nachzustellen mit Ecke, dass der Ball wirklich von Ecke kommt, würden wir hier, bis es dunkel ist, sitzen, bis der Ball überhaupt einmal in die Nähe kommt. Deswegen spielen wir von näher rein, weil es geht ja nur ums Tor, weißt du? Von da schießen wir, Jungs. Und hier steht da Luki und knallt das Ding rein. Lasst ein Like dafür, mehr Tore nachstellen. Das ist einfach geil. Das macht einfach Bock, ja. Pass auf, Mo. Mo mit erster Flanke. Ja.
Ey, der kam die Flanke, gut. Die Flanke war gut. Zurück, ja. Der kam gut vom Mo, muss man sagen. Das kleine Grashüpfer, der ist schon süßer, oder? Lass mal ein Like da, wenn ihr findet, dass es schon ein süßer, lustiger Junge ist. Flanke, 100%. Jetzt nur noch 100% Ehren wegballern, dann fertig, ne? Ich bin dann noch irgendwelche Privatgespräche, ne? Der Meli, der hat da wieder seine Chayas da, weißt du, aus Afrika. Ja, was passiert am Wochenende? Hallo! Boah! Leider mit Team getroffen. War aber nicht schlecht, der ging in die richtige Richtung. Ja, das war deiner, Meli, das war deiner. Wir haben Mo so unterschätzt. Der ist Ribéry, sein Cousin aus Indien. Der Indian Ribéry. Nope. Boah, aber der war wieder gut, Alter. Ey, die Bälle also, von Mo sind geisteskrank, aber ich treffe die geisteskrank schlecht. Bist du in Indien gelster so als der Ribéry? Ja, ja. In ganz Südostasien, weißt du? Ja, ja, Mo, komm. Boah! Zweiter Versuch! Wieder Auto! Warum denn der, zweite so? Ich glaube, es ist Zeit zu gehen, ne, bevor hier irgendwelche Schadensersatzansprüche gemacht werden. Ne? Ja. Wir haben jetzt gesehen, wie es nicht geht. Ja. Deswegen, ne, bitte kein Beispiel daran nehmen. Sei aktiv! Wie gesagt, das dauert ein bisschen länger, bis da mal der Ball ankommt, aber Mo macht es 1A mit Sahne. Ja, geiler. Geiler! Oh! Der war dran. Der war sexy, aber. Digga, heute nicht mein Tag. Ey, die sind so geil, Mo. Müssen Mo immer für so Ecken und Flanken dann einwechseln. Das ist eine gute Idee. So, Auto die zweite. Ja, ich hab gerade Auto pariert, nichts passiert, weißt du. Ich mach der Meli seine Lash-Vorlagen da, dann muss man erstmal damit klarkommen, ne? Boah. Der war Hammer, aber warum geht der in Zeiten aus, ja, Alter? Nicht hier gespielt. Ich sag mal so, wenn die Vorlagen nicht stimmen, dann kann man das nicht 100% abliefern, was geliefert werden muss. Ne? Deshalb sind ja manche Leute auf der Bank und manche nicht. Ne? Also, ne? Und alle immer auf Zweitkanal immer Videos gucken. Ne? Ja. Dann seht ihr auch, woher ich die Schuhe habe. Ne? Das ist schon nice, ne? Der ist gut! Ah! Oh, fuck! Der lässt sich fast pannern davon, Bo, Alter. Vier, ich trink Bier. Boah! Warum du schon auf dem Weg in die andere Ecke bist, Eden? Punkt ist Punkt, nimmt man Punkt mit. Punkt ist Punkt, den nimmt man gerne mit. Komm, Assist, hallo. Ja. Wäre ich mal hinter Zaun geblieben. Melone hat noch immer 0 Punkte. Ja komm, dann bring doch jetzt mal einen mit Schmackes aufs Tor. Da wird der Eren nicht drankommen. Wenn er mit Schmackes aufs Tor kommt. Boah, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Boah, ey. Aber diese Bälle von Mo, ich krieg einen Ständer, Alter. Der spielt die so geil. Ich spiele genau so, Mo. Genau letzter so. Durchgang. Alles entscheiden. Letzter Durchgang. Kollege liegt schon auf Boden. Ja, Sachen passieren. Jetzt mach noch mal ein Türchen hier. Hast du hier schon ein Tor? Hier noch nicht. Ja, siehst du? Dann mach mal eins. Ey, was? Was du? Ja, der kommt der genau auf Hütchen. Bruder, besser geht doch nicht. Ja, auch gut. Ja! Zweiter Versuch, Mo! Zweiter Versuch! Zweiter Versuch! Ja! Der Junge krümmt sich vor Schmerzen. Und wir schießen erstmal ein Tor. Hä? Oder ich kümmere mich sogar noch. Wo kümmerst du dich? Ich sag noch so, ey, der Junge krümmt sich. Und du machst trotzdem nichts. Steck mal dein Bein aus. Mo hat im zweiten Versuch jetzt getroffen, Spidey hat schon getroffen. Hä, der hat den doch jetzt gerade reingemacht. Du hast dich doch da nass machen lassen, Ehren. Was war das denn? Wieso nicht bei Kinder wünscht dir was? Auch sehr gut. Boah, Meli, Alter. Ich kann dir sogar die Farbe vom Auto sagen. Das ist jetzt ein Cabrio. Also Leute, falls ihr zur Touro kommt, niemand direkt am Touro-Gelände parken, ne? Das Dümmste, was man machen kann, Alter. Im Umkreis von 500 Meter bei Touro parken. Zum Abschluss nochmal ein schönes, solides Freischusstor von Lewandowski. Auf Nostalgie angelehnt. Kurz vor 16er Kante links oben reingeknallt.
Das ist wirklich unsere leichteste Übung. Einfach links oben Winkel. Es steht 2-2-0. Aber Jungs, denkt jetzt an, der weiß, wo der hin muss. Ihr könnt auch einfach auf einen Punkt gehen. Jeden nach rechts. Wenn ihr ehrenlos seid. Ehrenlose ist ja auch im Tor. Ja, aber ich würde zumindest Mameli empfehlen, dass er mal vielleicht einen dreckigen macht, damit er hier nicht komplett torlos rausgeht. Wir haben 5 Durchgänge, ne? Ja. Ich hoffe 15 Punkte, alles gut. Wie geht das? Ich weiß nicht, wo der Kollege Mathe gelernt hat, ne? Also. Der hat ihn dann rausgefischt. Der Mo, der wird jetzt mit der Kelle wahrscheinlich kommen. Ja, siehst du? Der chippt den Ball halt wirklich. Kurz hochschwingen, ne? Vielleicht geht der rein, das war nur so ein bisschen. Ach du Scheiße, ey. Ich glaube, der geht mit Minuspunkten hier raus. Der geht mit Minuspunkten hier raus, ich sag es dir. Ja, der weiß. Ich probiere den perfekt. Oh, hat nicht viel gefehlt, aber da hat was gefehlt. Bitte leider. Helfen Sie mir! Schön ins Lattenkreuz da einfach rein. Das Lattenkreuz, okay. Mal rein so. Aha! Das ist geisteskrank, also. Ich mach das da, richtig, Junge. Ich mach geisteskrank gut. Komm, Eli, mal einen auf. Einen auf das Tor und ich wär schon. Guck mal, was der Wissensfekt da macht. Guck mal, der da hängt. Alle, ja. Du kannst doch schießen, du hast doch eine Power. Warum schießt du jetzt rechts. So komisch, Alter? Ich bin rechts, du bist rechts. Der lügt hier dreist auf diesem Kanal. Dritter Durchgang schon, Jungs. Komm, jetzt lasst mal einen hören hier. Scheiß Netz kaputt, Alter. Nein, das kann nicht wahr sein, Digga. Ich treffe Ball nicht richtig. Reicht langsam, jetzt baller ich schnell rein. Komm, der geht erstmal ganz spazieren da in Ruhe. Bam. Hey, einfach das ist die Kelle. Tor. Kriegen wir nicht mal ansatzweise gebacken, Alter. Das ist wie beim Pinkeln, wenn man zuguckt, dann kriegt man nichts hin. Guckt ihr denn beim Pinkeln was? Zu? Ich weiß nicht, was der für Fetisch hat, ne? Oder als ob ihr noch nie in so einer Situation. Also Meli hat ein bisschen andere Wahrnehmungen, ne? Jan, nee. Das ist so wirklich. Okay, nee, einfach flach links neben das Tor. Das ist anders, was der hier abzieht, Alter. Der vierte jetzt schon, ne? Wir kriegen es nicht gebacken. Ich knall den jetzt einfach drauf. Ja, Maul. Oh. Ich sag doch! Ja! Ja! Wenn man da so einen billigen Torwart hat, dann kann man auch sowas machen, weißt du? Heli, den hier. Heli schießt jetzt wirklich mit links, oder was? Oh. Boah, war nicht schlecht, aber war auch nicht gut. So. Mal einen Kopf zu ehren. Der denkt, ich gehe jetzt auf Dreckige für diese Punkte, aber ich gehe ja auch mal auf links oben. Oh. Und Zweini! Lässt er direkt einen hören. Sag sogar, ist nur ein Punkt. Komm. Was macht er denn jetzt da, Alter? Schieß einfach hoch, der wird niemals so schnell hochkommen. Boah, der schafft es halt wirklich, einfach übers Tor zu schießen. Der Ball war zu. Zu chippen auch, der ist auch schon wieder halb gechippt, ne? Meli hier. Das macht nicht. Nope. Okay. Ja, Meli hat damit 0 Tore. Verabschiedet sich aus dieser Challenge mit 0 Punkten. Eigentlich hast du gewonnen. Boah, was auch immer, der bubbelt. Wo ist jetzt das Geld? Okay. Du meinst, du kommst hier, warte. Wenn ich jetzt Latte treffe, muss er den Mannschaft verlassen. Bye, have a great time.